Das menschliche Genom kann man sich als ein Buch vorstellen, in dem all die Information aufgeschrieben steht, die man braucht, um einen Menschen zu bauen. Wenn man dieses Buch öffnen würde, stünden darin aber keine lesbaren Wörter, sondern eine endlose Reihe der immer selben Buchstaben, A, T, C und G, das Alphabet unserer DNA. Wir können uns weiter vorstellen, dass wenn eine Seite aus dem Buch beschädigt wird und nicht mehr lesbar ist, die darauf enthaltene Information verloren geht. In dieser Analogie ist jede Seite ein einzelnes Gen, das für eine Funktion im Körper gebraucht wird. Wenn ein Gen beschädigt ist und seine Information verloren geht, kann das zu verheerenden Krankheiten führen. Unser Projekt ist es, eine Methodik zu entwickeln, die diese beschädigten Gene aufspüren kann, sodass Krankheiten früh genug erkannt und Maßnahmen ergriffen werden können, um ihren Ausbruch zu verzögern oder ganz aufzuhalten. Es existieren bereits Methoden, um auf genetische Krankheiten zu testen, wie PCR und Genomsequenzierung, doch sie sind sehr teuer und zeitaufwendig und benötigen fortschrittliche Technologien. Diese Hürden versperren den meisten Menschen weltweit den Zugang zu genetischen Tests. Wir werden diese Probleme umgehen, indem wir unseren kleinen Freund Cas9 verwenden. Er trägt ein kleines Molekül mit sich rum, das GuideRNA genannt wird. Das zeigt ihm quasi an, auf welcher Seite des Buches er nachschauen soll, ob alles in Ordnung ist. Das heißt, je nachdem, welche GuideRNA wir ihm mitgeben, können wir jede Seite oder jedes Gen, an dem wir interessiert sind, untersuchen. Zuerst nehmen wir eine Speichelprobe, die Zellen darin werden aufgebrochen mit sogenannten Lysis-Buffer und in diese Lösung wird ein spezielles Papier gedippt, das die DNA aus der Probe bindet. Diese kann damit in eine neue Lösung überführt werden, in der unser kleiner Freund Cas9 wartet. Aber er wird in der Lösung nicht alleine sein, sondern an ein anderes, sogenanntes Reporter-Protein gebunden sein. Dieses ist in der Lage, ein farbloses Substrat in ein farbiges Produkt umzusetzen. Zusammen formen Cas9 und der Reporter ein sogenanntes Fusionsprotein. Wenn nun also das Papier mit der DNA darauf in die Lösung gedippt wird, kann Cas9 nur binden, wenn das Gen, nach dem es sucht, da ist. In diesem Fall wird das Fusionsprotein mit dem Papier in die nächste Lösung transferiert, in der es dann zu einem Farbumschlag führt. Das heißt, wir können mit einem einfachen Farbumschlag auf Papier nachweisen, ob ein potenziell gefährliches Krankheitsgen vorliegt oder nicht. Mit diesem kleinen Papierstreifen werden genetische Tests billig und für jeden zugänglich werden. Wenn du für jedes Gen testen könntest, was du willst, was würdest du über dich selbst wissen wollen? Schreib uns deine Ideen per E-Mail. Und wenn du Interesse an unserem Projekt hast, folge uns gerne über Twitter oder Instagram. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung.